Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Returns to Dreamland. In die Folge mal mit Stage 3 hier, wo vier Zahnräder hat. Wir sind ja gerade in der Wolkenwelt und erkunden einen Turm. Und jetzt gehen wir anscheinend richtig nach oben. Wir haben anscheinend auch hier Windelemente. Wenn ja, sehr stark nach links gedrückt und kommen nur durchs Seil auch irgendwie nach rechts. Ich bin auch aus dem letzten Level mit der Ninja-Fähigkeit unterwegs. Oh Gott, Gott, springen nicht so gut. Wahrscheinlich mehr nach links arbeiten müssen. Da könnte was sein, oder? Nee. Ja gut, da werde ich nicht die richtige Fähigkeit haben, um an das One-Up hinzukommen. Auf jeden Fall beachten fürs nächste. Dass ich wahrscheinlich die Fähigkeit wechseln muss. Ja gut, Bumerang. Ich habe ja Ninja, der hat auch ein Schwert. Das heißt, ich könnte was durchschneiden. Ja, Schwert ist auch noch dazu. Also eigentlich das gleiche. Dachel. Ja, nee, ich bleib bei Ninja, würde ich sagen. Bomben. Okay, es werden gerade extrem viele Fähigkeiten so angeboten. Da, wir sollen da jetzt wissen, welche man braucht für irgendein Rätsel. Ah ja, jetzt geht's auf den Wolken weiter, aber das Windelement ist noch nicht so ganz weg. Ja, ja, man sieht es oder merkt es noch, dass es gut vorhanden ist. Dann machen wir eher Doodle Jump als alles andere. Oh Gott, fast mein Ninja verloren. Okay, Kanone. Ja, mit der müssen wir es natürlich jetzt oben schaffen. Wir können halt nicht mehr fliegen und ich verkack's auch gerade schon. Und nö, jetzt auch noch mit Wind. So, dass wir was wegsprengen. Wir müssen irgendwo was wegsprengen. Weiter oben. Oder soll es so eine Hilfe sein? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur einschätzen. Doch, was wegsprengen. Aber kein Zahnrad? Okay, finde ich schon fast komisch. Das ist ein Schlüsseltyp. Wir müssen wieder schneller sein als der. Und damit sollten wir an Zahnrad zumindest jetzt endlich mal rankommen. Ob es hier eine Superfähigkeit gibt in dem Level. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es wird dann wahrscheinlich aus einem der späteren Level ja verwendet werden. Ja, genau. Okay, perfekt. Bin ich? Oh Gott, ich war kurz unsichtbar. Irgendeine Ninja-Attacke macht mich unsichtbar. Ich habe gerade nur gecheckt, wo ich bin. Das war knapper als gedacht. Aber wir haben das erste Zahnrad. Boah, riesige Elektrokugeln. Ich glaube, da verlieren wir instant unsere Fähigkeit. Muss nicht sein. Und ich sag's, wie es ist. Ich bin gerade mit dem Ninja gut bedient. Nein, dem komme ich halt ganz gut zurecht. Ich würde wechseln müssen. Die wollen hier Beam-Fähigkeit haben, oder? Frage ist, welch? Was soll ich hier? Achso. Ah, der normale Angriff reicht. Zahnrad. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Müssen wir da einfach nur den Kurs hier schaffen. Und wir dürfen halt nicht gefressen werden. Dann müssen wir auch am Ende die Fähigkeit behalten. Nö, einfach nur durchschaffen. Das sollte das Zahnrad gewesen sein. Dann erkunden wir den Turm weiter nach oben. Ich frage mich, wie das ganze Weltthema hier endet, weil wir... Was erwartet uns denn oben am Turm, beziehungsweise wie soll es dann storymäßig auch weitergehen? Sprungfähigkeit. Ja, die bin ich ja mittlerweile gut geübt. Da habe ich ja sehr lange mit der verbracht für eine Challenge. So. Hier mit der Sprungfähigkeit kommen wir auch nur den rechten Weg, aber es ist noch kein Zahnrad wert. Okay, jetzt bloß nichts falsch machen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich würde mich da auch einsperren, oder? Hä? Wie soll es denn möglich sein? Weil ich muss, wenn ich jetzt halt einen Fehler habe, komme ich da halt nicht mehr runter. Ah, jetzt. Okay. Perfektes Timing braucht man zu wenig. Wollte ich das verkacken, wäre dann nicht mehr da runtergekommen, wäre ich schon sauer. Schirmfähigkeit oder Beamfähigkeit? Ich bleibe einfach mal beim Sprung. Schalte mich dann doch eher zur Sandfähigkeit. Weil mit der, wenn ich es richtig mache, habe ich auch so einen kleinen Sprung. Also ist die Sandfähigkeit schon fast die bessere Sprungfähigkeit. Bumerang. Ja, könnte zum Zerschneiden hilfreich sein. Aber weiß ich nicht, ob die jetzt genau das machen wollen. Klarfähigkeit unnötig. Brauchen wir nicht. Sieht wohl nach der letzten Passage aus. Das heißt, irgendwo muss noch was versteckt sein. Aber ich finde dieses Ambiente mit den orangen Wolken ist sehr, sehr geil. Ich bin da echt froh, dass sie da zwei Level draus gemacht haben. Flugfähigkeit. Ja, dann da tut der Sand komplett dagegen reinscheißen. Jetzt sind wir richtig wolkenmäßig unterwegs. Das Zahn hat es sehr geschenkt. Geil, geil. Finde ich sehr, sehr cool. Leider ist das Level zur Mech-Prüfung freigeschalten. Oh Gott, die Fähigkeit. Das könnte sehr witzig werden. Die Fähigkeit kommt mir nicht so ganz zurecht, aber die ist an sich schon cool. Und ja, die Farbe des Turms verändert sich in so einen lilanen Ton. Sehr interessant. Machen wir Stage 4. Aber das ist auch wirklich so ein Übergangslevel vom Orangenen ins Lila wahrscheinlich. Deswegen beginnen wir hier mit den orangenen Wolken eben. Am Ende des Levels wird es wahrscheinlich in lila Wolken oder so übergehen. So Gewitterwolken. So ähnlich hatten wir es ja, glaube ich, in New Super Mario Bros. Deluxe in der Wolkenwelt, auf der Oberwelt. Okay, der Schuh müssen wir ein paar Sprungpassagen wieder schaffen, um an diese Belohnung zu kommen. Leider kein Zahnrad. Aber das ist schon der nächste Schuh.
Und zwar vor allem möchte ich natürlich nicht, kann aber hier leider schon relativ gut passieren. Das ist ein Zahnrad. Ich brauche den Schuh, um über die Stacheln zu kommen. Danach müsste es eigentlich geschenkt sein. Ja. Das ist sehr gut geschenkt. Geil. Danach kommt die Tür. Passt. Wir gehen den Schuh ab. Wir sind wieder am Turm. Das ist ein ganzen Turm-Setting. Wenn wir vorbei. Okay. Ja gut, so ein drittes Level im Turm hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich hoffe, dass es sich jetzt ändert so ein bisschen. Reines, ja, Wolkenlevel in diesem ranchen Style zur Hälfte zumindest. Bevor dieser Wechsel stattfinden wird wahrscheinlich. Mehr gewinnen. Nein! Ich habe meine Federfähigkeit verloren. Oh mein Gott. Gott, bin ich dämlich. Zahnrad ist sehr geschenkt. Ich darf halt bloß keinen Schaden nehmen, aber das wäre sogar egal, selbst wenn ich abgekommen würde. Außer natürlich, ich bin mit wenig Leben unterwegs, was bei mir schon sehr gut mit Kirby passieren kann, da ich sehr, ja, dämlich manchmal spiele. Okay, in die Tür kommen wir nicht rein und Schalthaber. Das ist doch Story-Weg, oder nicht? Ja, genau, so ist es auch. Aber jetzt haben wir es aufgemacht. Oha, okay, es hat sich jetzt schon krass geändert. Wir sind auch mittlerweile herrschen fast Weltraum? Eis oder Feuer? Ich nehme einfach mächtig Scheiß drauf. Nach dem Bosskampf riechen. Junge, es hat sich ja komplett geändert, der Style. Also, dass es so 180 Grad Drehung nimmt, war schon krass. Super bonkers. Ah, okay. Wenn wir die Hammerfähigkeit, Super Hammerfähigkeit bekommen, ist es immer zum Mini-Bosskampf verbunden. Aua. Ja, lass mich da raus. So. Machen wir mal Feierabend bei dir. Ja gut, der normale Schlag, wenn man den, Beam, wenn man den so ein bisschen spammt, ist das Ganze schon ganz gut geeignet für Bosskämpfe. Da schaut er bei meine Handgranate rein. Ja, macht Elektroschaden, also potenzieller Dauerschaden. Das macht mein normaler Schuss auch, also von dem her eigentlich egal. Bam, down. Ja, Mech müssen wir leider abgeben. Ich nehme lieber die super Hammerfähigkeit. So, wir haben wir dann da auch wieder ein paar Rätsel und fast vorstellen. Was müssen wir da jetzt machen? Ah, die Druckwelle macht auch solche Dinger kaputt. Okay, zu wissen, da können wir was einschlagen. Ah, okay, wenn ich das schlecht mache, muss ich es mehrmal einschlagen. Wenn ich einen guten Hammer habe, einmal. Oh nein, bitte sag mich, ich will nicht so irgendwas kaputt gemacht, wegmäßig. Na, ja, das ist wieder so ein Gegner. Okay, kommen wir ein Ticket dran und einen One-Up. Gut, Zahnräder müssen wir nicht suchen. Es wird ja diese Dimension wiedergeben. Dort werden die letzten beiden sein. Ich hoffe, ich mache einfach richtig, wenn ich immer alles mit dem Hammer kaputt mache. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, weil, ja, ich kann mir jetzt nicht so gut vorstellen, dass sie da eintrappen wollen, dass man da irgendwas verkackt mit dem Hammer. Fahrstuhl, okay. Okay. Ja, ein Sprungfeder. Ja gut, da wird es rechts in die Tür reingehen. Aber ich würde sagen, hier wird das Portal stattfinden, oder? Ja, oder uns zum Portal schießen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall führt das zu einem krasseren Secret. Und wir gehen vom richtig nach oben damit. Okay. Boah, Glocke. Ah, das Portal. Dann betreten wir die andere Dimension. Oh, okay. Bisschen auf Fahrstuhl das Ganze angelehnt. Ja gut, ich fliege gerade ein bisschen viel. Beim Fliegen muss ich nicht dieses Jumpman Zeugs machen. Ich kann das einfach damit ein bisschen skippen. Schleudern wir das ein bisschen zurück. Dann kann ich wieder nach oben gehen. Nehmen wir auch mit. Und zurückschleudern. Bitte lass uns nämlich nach unten. Bitte. So, ein bisschen was skippen. Noch nicht. Auch ich bin Fliegen auf jeden Fall schneller als diese Plattform. So, die Wand ein bisschen aufhalten immer mal wieder. Dann passt das schon. Oh, neu. Warum sind da so viele? Okay. Bis bei den Ständen die Richtung geschleudert. Schnell durch die Tür, ohne zerquetscht zu werden. Danke. Bär oder Peitsche? Ich nehme mal die Peitsche. Hatten wir länger nicht mehr. Und dann beginnt der Bosskampf. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Ich habe so Angst, dass ich runterfalle. Deswegen einfach schnell erledigen. Schnell viel Schaden machen. Dann ist das Risiko, dass ich irgendwie dumm runterfalle, schon mal ein bisschen weniger. Oh neu. Bin tot. Ja. Ich habe in der Luft gesaugt. Das war ein dummer Fehler. Dann wechsle ich doch mal auf den Speer. Ich kann mit dem Speer auch fliegen, wenn ich den auflade. Ey, okay, einfach mal konzentrieren, dann schaffe ich den schon. Jo, ich wollte gerade nochmal so einen Special Move einsetzen, den hat er noch nie gemacht. Ich habe ihn noch glücklicherweise gut genug erledigen können, aber den hätte ich schon gerne gesehen eigentlich. Egal, verlassen wir auch diese Dimension. Oh, ist das Level noch nicht zu Ende? Noch eine kleine Passage? Nee, ich glaube, es wird jetzt einfach relativ easy zum Ziel führen. Wir gehen wieder in den Wolkenbereich rein. Boah, zum Schluss die Kämpferfähigkeit mitnehmen? Warum auch nicht? Geil. Wir gehen wohl anscheinend in den Weltraum. Hätten wir das fünfte Level mit vier Zahnrädern, wo es wohl in den Weltraum gehen wird. Jetzt so Turm erkunden. Wäre schon geil, sage ich, wie es ist.
Warte, was ist der gezeigt? Ich glaube, ich habe gerade mega Secret gefunden. Okay, wir bleiben mal bei der Kämpferfähigkeit. Nehmen mal die Maxi-Tomate mit. Bosskampf? Ist das jetzt ein anderer Levelverlauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe zuerst gedacht, das wäre jetzt einer dieser Hallräume. Ist das hier ein Boss-Rush, das Level? Groß sein. Und in diesem Extra-Raum gab es dann halt ein paar Belohnungen, wie Maxi-Tomate da oder einfach Fähigkeiten zum Auswählen. Das Level halt normal gemacht, dann wäre es halt nicht so. Oder immer Healing. Option. Ich hätte die Fähigkeit mitnehmen müssen. Komm. Nochmal neu starten, Server und ich nehme den normalen Weg. Ich verstehe nicht, was dieser andere Weg sein soll. Ich glaube, den Mech nicht, oder? Da war im Raum auf jeden Fall noch ein Mech. Gut, den gab es hier nicht. Es gibt auch einen anderen Bosskampf, weil ich die Wasserfähigkeit brauche. Okay. Ich muss den geheimen Weg finden, um ans erste Zahnrad zu kommen. Okay. Dann bin ich froh, dass ich das asoziale Secret Instant gefunden habe, auch wenn ich jetzt dieses Level zum dritten Mal neu starten musste. So, stammen wir uns die Wasserfähigkeit, aber dann gibt es anscheinend zwei Arten von Bosskampfwellen, falls es ein Bosswasch überhaupt ist, dahinter schleudern. Damit kommen wir auch in das Zahnrad relativ easy ran. Und Fähigkeiten kann ich aber nicht wechseln, aber auf jeden Fall Fähigkeit vom Bosskampf mitnehmen, so viel weiß ich. Ah doch, ja, nehmen wir einfach den Kämpfer. Das nächste, anderen Eingänge, einfach verschiedene Reihenfolge von diesen Räumen dann. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Oh Gott, darf ich so hoch springen? Der ist ja übelst kacke für den Kämpfer dann. Okay, besiegt. Wir wechseln auf Beam. Es geht direkt weiter. Dubiot, hat noch nicht, oder? Alien, UFO. Der hat anscheinend mehr Leben zu haben, ist also stärker. Gerne die Kämpferfähigkeit noch gerne behalten. Oh Gott, Hilfe. Nicht eingesaugt werden, nein, nein. Boah, aber wenn es so lange noch gehen würde mit verschiedenen Bosskämpfen, weil wir brauchen ja immer noch diese vier Zahnräder, die irgendwie versteckt sein müssen. Stirb. Was auch immer du bist, ich nehme dich. Ach, wahrscheinlich Mech, oder? Was? Elektro? Okay, so. Wie komme ich an dich ran? Lobern habe ich. Okay. Wenn ich Bestell belege, kann ich was aufladen. Kann zwar was abfeuern, aber es reicht nicht. Wenn ich springe, kann ich so einen Donner nach unten machen. Dann komme ich auch an das Zahnrad ran, auch wenn mir Healing lieber wäre. Oder eine andere Fähigkeit, weil ich nicht mit Elektro eigentlich gerne kämpfen würde. Ja, Peitsche geht da eher klar. Boah, zwei Bosskämpfe auf einmal. Ja, Ritter und Schwertkampf. Jupp. Ich habe mega reingeschissen. Einfach ein bisschen vorsichtig spielen, nicht so dumm, wie ich jetzt gerade spiele. Okay, hier kann ich beide gleichzeitig Schaden machen. Einer down. Ja, ich würde ganz gerne Schwert schon nehmen. Aber ich krieg's noch nicht so hin. Ja, welche habe ich jetzt? Zufällig. Oder was? Wenn man zwei Fähigkeiten gleichzeitig einsammelt, ist man eine zufällige Feuer. Da bleiben wir mal dran. Dass die Seile aber mit dem Feuer nicht durchschneiden kann, ist schon ein bisschen weird, aber ja klar, es waren Fehler, die beide gleichzeitig einzusaugen. Und die waren ja auch ineinander gestanden, was ich machen soll. Oder Ninja. Ja, komm, wir nehmen Sand. Wir zwei auf einmal. Ja, Hammer oder Stein. Also ist egal, welche Fähigkeit ich von beiden am Ende nehme. Ich muss halt so einen Baumstamm dann einstampfen. Und ich glaube, es ist keine schlechte Idee, am Anfang einen vielleicht zu fokussen. Bam, beide down. Ja, ist doch fast wieder beide ineinander. Ja, Schwertkämpfer, perfekt. Ey, was soll denn das, wenn die ineinander sind? Was soll ich denn dann machen? Ich muss das Level so zweimal machen. Dann muss ich auf jeden Fall achten, wie ich die besiege, beziehungsweise schnell den einsaugen dann. Okay, Level ist schon dann zu Ende. Gar keinen finalen Bosskampf danach noch. Aber cooler Bosswash auf jeden Fall von den Mini-Bossen. Spoiler Alert, es wird wahrscheinlich am Ende des Spiels nochmal einen richtigen Bosswash von allen geben. Ich zeig im Story-Modus, aber das gehört auch zu 100%, was wir uns auf jeden Fall anschauen werden. Ach, okay, der untere Weg ist auch ein einfacher Weg insgesamt. Tschüss. Sind die Räume dann anders mit quasi anderen Zahnrädern und so einer Kapsel, aber dann so mit roten Sternen? Das ist so weird. Das ist wirklich ein anderer Easy-Mode, aber es gibt anscheinend auch Zahnräder in der gleichen Reihenfolge. Es sind aber andere, aber man kann sie trotzdem nur einmal einsammeln. Ja, und wir haben jetzt auch keine zwei Bosskämpfe und der Wassergegner kommt jetzt aus. Ja, ich brauche jetzt die Wasserfähigkeit für dieses Zahnrad, obwohl wir das, wo wir eigentlich verpasst hatten, ja mit der Schwertfähigkeit zu holen war. Egal, das Zahnrad, dann ziehen wir auf jeden Fall auch mal den anderen Weg. Und uns hier das letzte Zahnrad in diesem Level abholen. Ja, und so ist das der Levelausgang auch rechts. Sehr interessant.